gleich 4 und 2. Die Helene. Puh. Echt? 2 und 6. Jetzt weiß der doch 2 und 6 wollte ich. Na, gucken wir mal. Huch! Hä? Sitzen andere Stränke? Das wusste ich gar nicht. Na sowas. Ha. Genauso wie der Kanufahrer, der dann den Wasserfall runtergefahren ist. Gefallen ist. Den habe ich jetzt nur einmal gesehen gehabt. Ja. Jetzt geht's durch Wasser. Nur sowas. Da war ein Hai. Da sind zwei Haie. Der hoffentlich kann der Chocobus fressen. Ha. Na, schau mal einer an. Das ist zwar sehr cool, aber ich verliere schon wieder. Da sind Feuerschlangen. Eis. Mit der Nummer 3 habe ich, glaube ich, gar nicht gerechnet. Ich verstehe es nicht. Was ich jetzt falsch mache. Geht auch mal so langsam die Kohle aus, ne? Jedes Mal bieten kostet zwischen 300 und 400 Geld durch diese scheiß Registrierungsgebühr, die ich nicht nur einmal bezahle. Der Hans. Der Toni. Und vielleicht die 2 und die 1. Ich könnte eigentlich auch random einwählen, weil egal was ich da jetzt mache. Dann noch die vielleicht 3 und die 2, weil egal was ich mache, ich habe eh den Eindruck, dass ich verliere. Von daher. Mal wieder die Standard. Nee, das ist die vom letzten Mal. Wirklich das erste Mal, dass wir die sehen? Oder habe ich es einfach die anderen Male nicht verstanden, dass wenn ich diese höhere Ding nehme, dass es dann andere Dings gibt? Ich würde es gerne einfach vorspulen, dass wir das vielleicht ein bisschen schneller haben, dass ich einfach das hinter mir habe. Das fände ich super. Aber egal welchen Knopf ich drücke, wird nicht schneller. Die
Haie sind ein bisschen beängstigend. Der schwimmt doch außerhalb des Wassers. Diese sind aber alle relativ nah beieinander. Das ist interessant. Aber die 2 ist sehr abgeschlagen und die ist bei mir 2-mal vorhanden. Sehr gut. Es ist nicht mein Betttag. Und 6 hatte ich, glaube ich, gar nicht. Nö. Ich habe keine Lust mehr. Dann gehe ich lieber hier nochmal hin. Heute habe ich kein Glück mit Chocobos. Die mögen mich heute nicht. Und Trank. Ach. Ich soll noch lausige Items da gewinnen. Ach. Ach, warum gehe ich nicht einfach? Ich habe heute kein Glück im Golden Saucer. Das ist nicht mein Tag, es sollte einfach gehen. Die Frage ist aber, wo sollte ich denn hin? Nein, ich wollte nicht woanders hin. Ich wollte einfach gehen. Claude? Ah, ich wollte gerade sagen, kannst du keine Treppen hoch? Ach, das wollte ich nicht. Mein Ding ist doch hier reingegangen. Barrett. Aber wo ist er hin? Kann ja nirgendwo anders großartig hin. Als hier. Also ich zumindest. Aber hier habe ich jetzt nirgends gesehen gehabt. Stehst du da so dämlich rum? Bin ich gerade ein bisschen genervt und aggressiv? Ja, vielleicht. Wenn ich mich über mich selbst ärgere und über das Spiel. Nein. Ah, doch, komm. Ich habe keine Kraftbar, kein gar nichts. Wo soll ich denn wissen, wie viel Kraft ich gerade eingesetzt habe? Gibt's doch nicht? Ah.
Leckt mich doch alle, ich gehe. Ist heute nicht mein Tag im Golden Saucer. Nein, ich wollte da nicht hin. Wo ist die Station? Hier. Hey, Glad, wir gehen ohne die anderen zurück. Wo sind die denn? Ich weiß ja nicht, wo die sind. Sollen die doch von mir aus hier bleiben? Ich brauche die nicht. Komm, bla bla. Zimmer, huhuhu. Was ist hier? Shop. Ach ja. Also nicht hier. Bin ich jetzt echt gezwungen, irgendwie eine gewisse Anzahl von GP zu erspielen, um irgendwas zu machen, wo jetzt die anderen sich rumtreiben? Da ist jetzt gar keinen Bock drauf. Ich möchte eigentlich gerne weiter. Achso, nein, da war ich ja gerade. Was mache ich denn? Gehen wir da hin. Nee, aber hier werden sie sich auch nicht rumtragen. Natürlich darf ich nur die Treppen da runter gehen. Habe ich genug Geld verspielt, liebes Spiel, damit es jetzt weitergeht? Dankeschön. Tod. Was? Warte, Cloud! Hat Sephiroth das getan? Hat er scheinbar selbst die armen Verkäuferinnen umgebracht. Können jetzt ja gar nichts dafür. Nein, er war es nicht. Auf die wurde ja geschossen. Sephiroth würde nie eine Pistole benutzen. Das war doch hoffentlich nicht Barrett. Was ist denn passiert? Ein Mann mit einem Gewehr am Arm. Ja doch, war natürlich was Barrett. Ein Gewehr am Arm? Stehen bleiben. Ganz ruhig. Ach, du bist das. Ich weiß nicht mehr, welche Stimme ich für ihn hatte. Habt ihr das angerichtet? Nein, wir waren es nicht. Ich muss mich geirrt haben. Lauft schnell weg. Jetzt wird's hässlich. Hey, ergreift sie. Ich weiß nicht mehr, welche Stimme ich dem Sith Lord gegeben habe. Hier ist Schluss. Weiter kommst du nicht. Warte, hör doch. Cloud. Oh. Hallo. Hallo. Noch einmal. Ja. Hey, pass auf. Das höre ich mir nicht an. Bezahl unten für deine Verbrechen. Mach schon. Ja. Was sind die anderen beiden? Ach da. Wir wurden rausgeschmissen. Glaube ich. Wie sollen wir hier für unsere Verbrechen bezahlen? Claude, alles okay? Wo sind wir? Ein Wüstengefängnis von Coral.
Ein Wüstengefängnis? Jawohl, ein natürliches Gefängnis mitten in der Wüste, ganz von Treibsand umgeben. Ich habe gehört, dass man nie wieder rauskommt, wenn man einmal drin ist. Ach, der Treibsand. Aber es gab schon einen Ausbruch. Barrett! Also den Weg hätten die doch jetzt mitlaufen können. Barrett. Hat er wirklich? Zurück. Das ist meine Aufgabe. Lass mich in Ruhe. Wow. Ist das einer deiner Freunde? Das sieht ziemlich gefährlich aus. Barrett. Der hat gutes Equipment von uns. Auf den wurde auch geschossen. Komme ich da rein? Ja, bringt's mir was? Nein, kein verstecktes Item. Offscreen werde ich angegriffen. Oh, ach du meine Güte. Was ist denn hier los? Ich sollte gucken, was ich für Ausrüstungsgegenstände noch für unseren Sith Lord habe. Sith Lord? Wow, Cloud macht so viel Schaden und Tifa macht so gut wie keiner. Aber gut, ich habe auch gar keine Ausrüstung für sie gekauft. Das war vielleicht nicht so intelliklug. Meine Güte, habe ich wenig Geld. Habe ich denn noch irgendwas, das ich ihr geben könnte? Die Motorfaust. Okay. Was habe ich hier an Accessoires? Schütz vor Gift. Gemüt plus 10. Schütz vor Frosch und Zwerg. Schütz vor Feuerzauber. Ich weiß noch nicht, was dieses Gemüt da wirklich macht. Ich nehme es einfach mal. Ja, Barrett hat alle unsere schönen, guten Materials. Was habe ich denn noch? Naja, dann gebe ich ihr das einfach mal mit. Ich weiß nicht, was es, ob es für uns irgendwas macht. Was habe ich denn für ihn noch an Ausrüstung? Ups. Okay, also eigentlich gar nichts. Ja, komm, schützen wir mal vor Gift. Das ist wenigstens ein bisschen was. Materie habe ich jetzt für ihn so gar nichts. Hat Barrett also so schöne Materie. Ach, da hinten bin ich. Ich dachte, ich bin noch im Haus. Hi. Hey, hey, willkommen im Gefängnis von Kochel. Danke. Sag mal hier hinten. Auch nichts. Was haben wir denn? Ich wollte in die Mitte. Was sind das für komische Leute? Überfall. Ach, das sind... Die Kraftkapsel wurde gestohlen. Der hat mir 340 Gil gestohlen. Diese Drecksäcke. Nein, der hat mein Geld. Der hat mir 340 Gil. Das ist ein Haufen Holz, wenn du keins hast. Oh, diese Drecksäcke. Ich hasse die Räuber. Komm ich da runter? Noch mehr Räuber. Zwerg. Auf die Kraftkapsel scheißig. Ich weiß nicht, was die noch geklaut haben.
hier? Leer. Wie merkwürdig. Na gut, gehen wir jetzt Barrett nach? Hallo? Hallo? Ah. Warum lachst du? Warum läuft er mir jetzt nach wie so ein junger Hund? Ich will dir was sagen, Neuer. Die Wüste ist die reinste Hölle. Ruckzuck und du bist mittendrin. Wenn du wieder raus willst, wird sie dich verschlingen. Ich hörte, dass nur wenige hier entronnen sind. Am besten hält man sich gänzlich von ihr fern. Junge! Du bist gruselig. Geh weg von mir. Diesmal speichere ich aber auch tatsächlich. Alter, was läufst du mir nach? Diese Typen lügen nur. Alles Lügen. Nicht einer von ihnen sagt die Wahrheit. Du brauchst nur ein wenig mit ihnen zu reden und schon hast du genug von ihnen. Hier ist es wie im Himmel. Hier ist es wie im Himmel. Hier ist es wie im Himmel. Alter Junge, du machst mir Angst. Mit euch kann ich umgehen.